Hey, hey, hey! Willkommen hier bei Ford Blocks. Wir wollen ein Gewinnspiel machen und Contagion verlosen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist in unsere Steam-Gruppe beitreten und einfach nur darauf achten, was gemacht werden muss. Ja, wir werden bald bekannt geben, welche Voraussetzungen ihr erfüllen müsst, also was genau ihr dafür machen müsst. Und das schreiben wir dann in der Steam-Gruppe und der Gewinner bekommt dann von uns entweder einmal oder zweimal Contagion oder eher gesagt die ersten zwei Gewinner. Ich weiß es noch nicht genau, wie wir es machen werden. Wie gesagt, der erste wird auf jeden Fall was bekommen. Ob dann der zweite auch nochmal Contagion bekommt, steht noch nicht ganz fest. Und ja, wie das Spiel aussieht, könnt ihr euch gleich anschauen in dem Video und stay tuned. Bis dann. Ciao. Ja, dann hallo und herzlich willkommen jetzt bei Contagion. Ich spiele jetzt hier mit Chris und Rico. Ich hatte zwar eben schon ein bisschen mit Chris gespielt, allerdings hatte ich da meine Aufnahme versemmelt, dass ich keine Mikrofonansage drin hatte. Oder eher gesagt, überhaupt keine Stimme von mir. Das war ein bisschen uncool. Deswegen habe ich gedacht, hole ich mal einen Chris noch, einen Rico noch mit dazu und wir fangen an. Dann sage ich schon mal viel Spaß und ja. Ist jetzt zwar nicht alles mehr komplett neu für mich und für einen Chris, aber für einen Rico. Und Ja. ich muss sagen, dass die Laufwege und wie man hier durchkommt, die ändern sich bei jedem Durchspielen neu. So, und jetzt gucken wir mal kurz aufs Handy, was wir machen müssen. Wichtig, nimm mal. Ja, darf ich mal ganz Ja, kurz klar, was? natürlich. Ja, ich will mal ganz kurz nochmal bei den Leuten, die bei mir schauen, mal eben ganz kurz begrüßen, weil ich habe ja vorher eine Ansage gemacht, wo ich schon gesagt habe, dass bei mir ja Steffen und Chris ist. Erstmal nochmal Hallo an euch. Hallöchen. Hi. Hi. Chris, bist Jo, du da? hallo an alle. Genau, mal ganz kurz für die Zuschauer bei mir. Wir spielen jetzt zu dritt dieses Contagion. Habe ich richtig ausgesprochen? Ich nehme es Contagion. mal sehr stark an. Ja, sieht, ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Und sieht ein bisschen aus wie Left 4 Dead, allerdings läuft alles ein bisschen ruhiger ab und wir müssen jetzt aus diesem Gefängnis abhauen. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist halt, dass wir auch die Möglichkeit haben, selbst zu einem Zombie zu werden. Was ziemlich cool aussieht. Ich habe mir da mal Alter. ein paar Videos schon angeschaut. Ach, hier kommt, guck mal, hier kommt ein Polizist. Die schwanken hier halt schön mit ihren Und. Köpfen an den Schüssen vorbei manchmal. Ja. Und man Bin kann die zumindest halt auch vorbei. nur mit einem Headshot killen. Ja, Waffenmunition findet man dann, ne? Im Laufe des Gefechts. Hoffe Ja, ich. boah, das ist gut Warum gesprochen. leer? Ja, man findet Munition und auch neue Waffen, nur Ja. nicht so in Massen wie in anderen Spielen. Friendly Ja. Fire ist glücklicherweise auch aus. Ich weiß Ja. gar nicht, ob man das überhaupt anmachen kann. Habe jetzt hier auch zum Beispiel eine Colt 1911 Pistole gefunden. Und hier ist zum Beispiel auf Feuer. Hier kommst du nur durch, wenn du einen Feuerlöscher am Start Ja. hast. Wie spielt ihr immer direkt zusammenlaufen oder teilt ihr euch auf, bis ihr einen Ausgang gefunden Bis habt? jetzt sind wir eigentlich immer relativ zusammengelaufen. Okay. Wir Gut. können jetzt mal gucken, ob wir Guck mal vielleicht hier mal. irgendwo einen Feuerlöscher finden. Ja. Der, mal ganz kurz, der jetzt bist du ja, ne? Vor Ja, mir. das bin Der hier. ich. Alles klar. Siehst links unten den Namen. Ah ja, auf jeden Zombies können wir super abballern, wenn die die Tür kaputt machen, kannst du schön durch die Löcher. Oh, da hängt ja einer. Da hängt einer noch Schön durch die hinten. Löcher kannst du da in den Ja. Topf geben. Und du musst noch Ja. eine Ambro Wie machen. viele Schüsse habe ich noch? Sechs? Ah, ich habe ja noch 48 Schuss. Ist ja Ja, easy man hat am going. Anfang doch noch recht viel Schuss. Ja, hier ist ein Feuerlöscher hier hinten. Ja, dann kannst du ja gleich mal das Feuer ausmachen gehen. Wir Wo waren müssen das jetzt nochmal hier. gleich? Warte. Ich komme Chris zurück. sagt gar nicht, er ist schon zum Zombie geworden. Sieht ein bisschen Ja, so aus wie eine Frau. ungefähr. Ich Hier. lass euch einfach mal reden. Ich suche hier lieber konzentriert. Okay. Ihr habt Hier selbst noch ist. keinen Ausgang gefunden, ne? Ja, in der Ausgang an sich ist, glaube ich, immer gleich, nur der Weg dahin ist immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Hallo? Geh aus. Da musst du, glaube ich, relativ lange draufhalten, damit es überhaupt Ja. losgeht. Warte mal, da hinten kann ich im Müll kramen, oder? Es leuchtet. Ach ne. Nee, leider nicht. Also, es ist jetzt nicht so wie bei 7 Days to Die, dass man looten kann. Ja, sah es so aus. Toll. Hat sich mal mega gelohnt. Hier gibt's nichts. Google Maps ist hier offen. Sieht so aus. Ja, hat sich echt nicht gelohnt, ne? Scheiße. Nee, leider nicht. Ja, Kürbisköpfe, ist das so eine Halloween Edition? Das sieht irgendwie so aus. Das kann gut sein, dass es vielleicht noch vom letzten Update Halloween Edition ist, weil ich hab's ja auch vorher noch nie gespielt. Ich hab's ja Ja. auch jetzt seit ein paar Tagen, seit dem Steam Sale, wo es das halt Ja. kostengünstig angeboten worden ist. Hab hier jetzt auch vor einen. Achso, wenn wir eine Nahkampfwaffe haben, hier geht's in so einen Raum rein. Hier in diesen Security 1 Raum, Station Ja. 1.
Vielleicht gibt es da irgendwas drin, was wir drücken müssen oder so. Jungs, ihr müsst besser gucken. In dem Büro hier habe ich gerade noch Moon eingesammelt. Wo? Hier. Ja, hier. Ich habe keine Ahnung, du bist ja. Wo ihr das Feuer ausgemacht hattet. Wo? Echt? Da waren wir zu zweit drin, da waren vier Augen drin und keiner hat's gescheckt. Hier, da lag sie. Okay, ja gut, da habe ich nicht hingeguckt. Das war frech. Überall anders. Unten auf dem Boden. Blinkt die eigentlich auf oder so? Nur wenn du drauf nah guckst. Genug dran bist, um sie aufzuheben. Ah ja. Also hier sieht's aus, als geht's hier weiter, oder? Da vorne links. Nee, hier unten kommen wir her. Hier kommen wir her. Oh. Hier, wo ich jetzt rumlaufe, müssen wir rum. Genau hier, geradeaus durch diese Tür. Da müssen wir aber einen Schlüssel für finden. Und da habe ich eben schon geguckt. Aber bis jetzt noch nichts gefunden. Ja. Aber hier in dem Raum ist der Schlüssel. So. Hier kann ich mein Handy aufrufen noch gleich? B. Alles klar. Gucken, hier findest du jetzt gleich die Info, dass ich einen Schlüssel gefunden habe. Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Was auch geil ist, wenn du einen Schlüssel hast und du gehst zur Tür hin, geht die Tür nicht so automatisch auf mit benutzen. Du musst sie halt echt mit erster Maustaste dann aufmachen. Das ist gut. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Mal ganz kurz für die Leute, die bei mir noch schauen und sehen, dass es so dunkel ist. Ich habe die Helligkeit schon komplett hochgedreht, aber das Spiel ist halt, um wahrscheinlich die Atmosphäre ein bisschen einzufangen, sehr dunkel gehalten und sehr trüb. Wie gesagt, heller geht's nicht, also ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und Snackautomat. Ich habe es bei mir nicht heller gemacht. Bei mir ist es relativ mittig eingestellt, wie es voreingestellt war. Ja, das war mir zu dunkel. Also das. Also bei mir ist es relativ gut anzusehen. Kannst du ja nochmal so einstellen, weil ich bin beim ersten oder bei den ersten Einstellungsversuchen, Moment, Helligkeit, war ich nämlich auf dem Dach, wo es sehr dunkel war. Okay. Und da konnte ich es echt nicht so lassen. Ja gut, man hat halt als Survivor echt Munition, eine Flashlight, die bringt ja halt echt viel. Ja, stimmt. Ah ja, hatte ich als Zombie nicht bei der ersten Mal hier, wo ich gejoint bin. Wenn du als Zombie spielst, musst du nur auf F drücken. In dem Moment kriegst du, ja, ich sag mal, so eine Art Infrarotsicht. Also gleiche Taste wie Flashlight. Ja. Ich glaube, da ist ein Glas drin, da kommst du nicht durch. Aber wenn wir hier eine Nahkampfwaffe hätten, dann könnten wir hier vorne in diesen Raum rein. Dann kannst du nämlich diese Bretter kaputt machen. Ach so. Ich suche schon. Ihr habt garantiert eine übersehen, weil eine AK habt ihr auch schon übersehen. Echt? ETF. Ja. Alter. Kaputt schießen kann man die Holzdinger echt nicht? Nee, das habe ich schon mal probiert vorhin. Das ging nicht. Das ist schade. So, einen Wischmob kann ich also nicht nehmen, okay. Sind wir hier wieder am Anfang. Ja, das ist ziemlich viel Gesuche, also wer Left 4 Dead von euch spielt, der weiß ja, dass es eher Rennen und Ballern ist. Hier ist es mehr Gucken, Suchen und ein bisschen Ballern, zumindest noch. Schlüssel habe ich hier, hier könnte ich theoretisch jetzt aufmachen, Station 2. Ja, mach doch. Wollen wir da noch, oder wollen wir zuerst in Station 1 noch rein? Ob wir überhaupt reinkommen, ist die Frage. Mach ja, mit einer Nahkampfwaffe würde es. Ja, egal. Rico, kommst du auch? Ja, ich komme hier wieder raus. Muss ich jetzt wieder hin? Bin jetzt, oder mach ich jetzt mal hier. Weißt du, wo die Küche ist? Hier ist jetzt Chris. Ja, hier ist er richtig. Hier ist er richtig. Achso, was ich noch sagen wollte. Ich wollte ja auch ein Gewinnspiel machen und wollte Contagion auch verlosen. So. Ja. Wie genau, weiß ich noch nicht. Das habe ich aber auch in dem Video vorhin gesagt. Werde ich aber bei mir in der Steam-Gruppe nochmal ansagen, was gemacht werden muss, um zu gewinnen. Also zwei Keys werde ich wahrscheinlich verlosen. Und hier ist ein Dings, wo wir drauf drücken müssen. Dann geht auch hier die Tür auf und dann können wir da durch zum Zellenblock gehen. Ja. Zellenblock? Dann ja, Zellenblock B war ich vorhin, wie gesagt. Kam ich nicht raus als Zombie irgendwie, was weiß ich. Ja, muss warten, bis ich da bin, glaube ich. Waren wir hier eigentlich schon drin gewesen? Weil ich glaube ich nur nicht, ne? Ich war hier schon mal drin, aber das will nichts heißen. Das, ich habe bestimmt was übersehen. Genau. Hier lag nämlich die AK rum. Okay. Hier auf dem Boden. Ja gut, dann brauchen wir, wenn du hier drin warst, Chris, brauchen wir jetzt nicht mehr. Gehen wir mal weiter. Genau. Dann sind wir quasi auch, ah ne, da waren wir ja schon. Ne, wir müssen jetzt hier wieder zum Anfangsbereich und dann da links rumlaufen quasi. Ja. Da. Ich habe einen grottenschlechten Orientierungssinn übrigens. Will ich nur mal vorgewarnt haben. Ja, Desi hast ja eigentlich einen guten Orientierungssinn, wie ich das mitbekommen habe immer. Ja, wäre gut, wenn man die ganze Zeit dieselbe Map spielt, dann geht's irgendwann. Okay, hier ist nichts. So. Hier auch nicht. Du musst mitnehmen. Urgeil, ich hab eine Machete gefunden. Bam. Kampfwaffe.
Hier, roter Knopf. Ja, den kann man ja, auch nicht drücken. Knöpfe. Haben wir vorhin auch schon gedacht, so roter Knopf, ich will drücken, ja, das passiert ja. Leider nie was. Okay. Ich frage mich, wie die Marete jetzt als Nahkampf Zombies. Als Nahkampfwaffe ist, weil die Axt und der Hammer, die waren jetzt nicht so toll. Ja. Als ich die vorhin getestet habe. Hier wär's links rum, ja? Okay. Ja, ja, rechts. Kann da vorne ich kommen so ein paar. Oh, Alter, Alter! Ich will Schaden nie machen. Meine Waffe macht fast keinen Schaden. Weg! Ah! So, komm her! Zack! Hier bist schon das ist ziemlich cool, wie diese Kopfstückchen wegfliegen. Ja, das stimmt. So. Nein! You must. Was? Ach, Auto-Reload gibt's nicht, okay. Dachte jetzt, ich bin gänzlich out of money. Ja. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Dass du halt nicht alles automatisiert hast, wie in sonst jedem Spiel. Halt von da macht es einfach nur Klick, wenn du so einen Meter vom Zombie stehst. Ja, ja, das ist mir vorhin auch passiert. Ich stehe so klick. Nein. Was ich hier einen sehr schönen Unterschied finde, ich hatte da drin gerade eine Pistole. Ja. Du nimmst automatisch die Munition raus, wenn du die Waffe hast. Achso, okay. Müssen wir jetzt auch wieder alles neu erklären. Das heißt, du lässt halt die Pistole einfach leer zurück und nimmst nur die Munition mit, was ich sehr, sehr praktisch finde. Aber nur bei Pistolen, die du schon hast. Ne? Wenn du eine neue Pistole findest, nimmt er die in dein Sortiment mit auf. Ersetzt sie aber nicht durch die andere, oder? Nein, ersetzt er nicht durch die andere. Wenn du zwei unterschiedliche Pistolen hast, dein Inventar voll ist, die Pistole allerdings die gleiche Munitionstyp nutzt, nimmt er auch einfach nur die Munition raus. Ah ja. Das ist eigentlich ganz cool. Du kannst aber auch eine Waffe aufheben, kannst da die Munition rausholen und die dann wieder wegwerfen, wenn du möchtest. Ist auch nicht schlecht. Hier oben in die ganzen Zellen. Ja, ich bin auch gerade da oben. Oh, da liegt Munition für meine AK und ich komme nicht ran. Sag mal, leuchtet bei dir die Betten und die Toiletten auch so rötlich teilweise auf? Manchmal. Mit so einem rötlichen kleinen Mini, da war ich drin übrigens schon. Ja. Bei mir auch. Sieht aus, als würde das glühen oder als hätte man das gerade mit irgendwas erhitzt. Ganz komisch. Ah! Ja. Hier vorne aus dem Baum, wo es weitergeht, wahrscheinlich. Alter. Ah, ja. Okay, unten müsste jetzt alles clean sein. Okay. Hier oben geht's weiter. Zu Station 4, glaube ich, so war das. Jo, bin gleich da. Bei den Duschen warst du wahrscheinlich schon. Wo liegt ja Munition? Ne, in der Dusche. Ach, in der Dusche war ich doch schon. Hä? Da hab ich noch Munition noch in der Ecke. Okay. Ja. Man kann auch Munition droppen für seinen Teammate. Wenn du zum Beispiel Munition aufhebst für eine Waffe, die du nicht hast, kannst du gezielt die droppen. Möchte jemand eine AK haben? Ja. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt für Munition aufgenommen habe. Sah aus wie Pistol-Muni, aber ich habe trotzdem nur noch 29 Schuss. Ich droppe dir jetzt Moon, also. Wo ist sie hin? Das war die falsche. Nee, Moment. Ich gehe mal weg, nicht, das war auf aktuelle Waffe H, ne? Ja. Mal ganz kurz, was auch interessant ist, dass ich ja die... Hier kommen Zombies. Also Zombies ist gut, das sind zwei, drei. Hier ist auch ganz interessant, dass sich die Lebensenergie gar nicht von allein wieder hochpusht. Richtig, man muss so eine Art Spritze suchen. Ja. Er gesagt, Alter, ist das dunkel, ich muss mal Flashlight anmachen. Spritze finden, die macht dich aber zu 100% wieder heile, quasi. Musst du die instant nehmen oder kannst du die mitnehmen? Nein, die kannst du mitnehmen als Item, aber du musst dann bedenken, wenn du die hast, dann kannst du halt was anderes nicht mitnehmen. So. Hier war ich übrigens drin als Zombie, für die es interessiert. Hier stand ich drin die ganze Zeit. Ach, hier oben und kam nicht raus und hab nur das rote B gesehen und diesen scheiß Halloween-Kürbis. Okay, so. Ich hab dich unten gesucht. Nee, ich war hier oben. Da. Was halt auch geil ist, dass manche Zombies halt so aussehen wie wir, theoretisch, ne? Ja. Hier hätten wir halt reingehen können. Hätten wir da hinten die Bretter kaputt gemacht, wären wir hier reingekommen. Also. Hier ist Pistolenmunition drin, sehe ich schon. Und ansonsten... Hier kommen ein paar Zombies. Gar nichts. Hier ist der Essenzahl. Oh ja, ein paar. Ein paar können rennen. Ja, ich finde das Movement von den Zombies ziemlich cool, weil genau so stelle ich mir eigentlich auch vor, wenn ein Zombie da rumläuft. Nicht dieses Sprinten wie bei Left 4 Dead oder so, sondern eher dieses Torkeln, wenn sie halt einen sehen, dann so ein bisschen schneller laufen.
Hier sind noch ein paar Zombies in dem Raum daneben uns. Bisschen wie bei The Walking Dead auch, bei dem Richtig. Bei der Serie. Kommt ein Zombie? Ah, gut.